So, hey Leute, hier bin ich wieder, Oliver 3911. Ihr habt nichts verpasst seit dem letzten Part, weil wir sind immer noch hier in der Hütte drinne. Haben uns versteckt. So, und wie versprochen, zeige ich euch jetzt in diesem Part die letzte Zwischenfrequenz von Damaskus. Wow! Und wir stürzen erstmal in den Tod. Ist doch schön. Und, ja. Nee, wie gesagt, die letzte Zwischenfrequenz. Und jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, Alter. Und da hat mich wieder irgendwas gesehen. Na egal. Wenn sie mir daher klettern, dann können wir sie auch nochmal töten. Also sei es drum. So. Schwert ausgewählt. Wunderbar. Dann kommt her. Da ist er. Ich warte jetzt einfach darauf, dass du mich... Nein, nicht... Och. Du fuiges Gesicht des Todes. Man müsste meinen, wenn man ihn auf der Treppe in die Schläfen haut, wäre er tot. Aber gut, so, aber jetzt schnell fliehen. Och, jetzt... Oh, warum entdeckt ihr mich ständig, ihr Arschgesichter? Ich will bloß diesen scheiß Part zu Ende bringen. So. Und jetzt nerv nicht. Und jetzt geht's hier hau rein. Schade, der war fast reingefallen. Das wäre auch cool gewesen. Aber egal. So, und jetzt Zwischensequenz. Nachdem ich mich wieder doof angestellt habe, wie immer. Altair, sag bitte, dass ihr Erfolg hattet. Ja, Jubairs Feuer sind ausgelöscht. Ebenso sein Leben. Wunderbar. Ich habe nie an euch gezweifelt. Ihr hättet es sehen sollen. Die Gelehrten folgten ihm so bereitwillig. Und es waren nicht nur Schriften, die verbrannt wurden, sondern auch jeder, der sich ihnen entgegenstellte. Solche Ignoranz dient nur dem Bösen. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht. Wie all meine Opfer glaubte auch er, das Rechte zu tun, den Weg für eine bessere Zukunft zu bereiten. Sicher dachte er das. So arbeitet der Verstand eines Verrückten. Alles, dessen ich in den letzten Wochen gewahr wurde, als wäre das ganze Land dem Wahn verfallen. Und deshalb kämpfen wir, um den Krieg zu beenden, auf dass die Vernunft wiederkehrt. Das Volk will verzweifelt Führung. Es ist einfach für Männer wie Jubair, das zu nutzen und sie für das Böse zu gewinnen. Geht, Altair, kehrt zu Al-Mualem zurück und berichtet ihm von der guten Tat, die ihr vollbracht habt. Friede sei mit euch, Rafik. Und auch mit euch. Von der guten Tat. Spule vor zu aktuelleren. Ja, dann haben wir bloß noch eine Mission, und zwar der Orden des deutschen Führers in Akkon. Haben wir erstmal noch 25 Gamerscore abgegriffen. Und zwar, sie haben Jubair, den Schriftgelehrten von Damaskus, erschlagen. Wunderschön. Und Ziel wurde eliminiert, und jetzt zurück zu Al-Mualem. Ja, auf nach Masyaf, ich habe jetzt Zeit. Dann kommen wir heute vielleicht auch nochmal nach Akkon, mal sehen. Durch langsame Bewegungen. Aber gut, aber wie gesagt, ich fand die Idee der Mission war gut, dass man erst rausfinden musste, welcher von denen da ist. Letzten Endes habe ich aber doch nur auf alles eingeprügelt, was mir in den Weg kam, also was soll's. Naja, ist ja auch egal. Willkommen daheim, Kind. Was liegt an? Ein weiterer wurde zur Ruhe gelegt. Dann scheint es, euer Werk ist beinahe vollbracht. Und euer Rang wieder hergestellt. Eine Frage, Meister, wenn ihr erlaubt. Fragt, und ich werde antworten. Warum diese Männer, Jubair und Siebrand? Ah, seht ihr es denn nicht? Sie ebnen den Weg für Veränderungen. Sorgen dafür, dass sich alte und neue Bedrohungen nicht einmischen. Sie zu schwächen heißt, unseren Feind zu schwächen. Ich schätze, das ergibt einen Sinn. Würden diese Männer ihre Arbeit fortsetzen, wäre unsere Arbeit bald zunichte gemacht. Wie das? Wir haben ihnen großen Schaden zugefügt. Wir schlagen Arme ab, ja. Aber wir haben es mit einer Hydra zu tun. Und die kann abgetrennte Glieder schnell ersetzen. Wir sollten ihr den Kopf abschlagen, um es zu enden. Bald. Bald. Wir kommen der Sache näher. Nur ein Mann steht noch zwischen uns und dem endgültigen Sieg. Dann gehe ich ans Werk. Je eher dieser Letzte erledigt ist, desto eher treffe ich unseren eigentlichen Feind. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage an euch. Natürlich. Was ist die Wahrheit? Wir glauben an uns selbst. Wir sehen die Welt, wie sie wirklich ist, und hoffen, dass es eines Tages alle Menschen erkennen werden. Und was ist die Welt? Eine Illusion. Wir können uns hier hingeben, wie die meisten, oder sie hinter uns lassen. Was heißt hinter uns lassen? Zu erkennen, dass nichts wahr und alles erlaubt ist. Dass kein Gott Gesetze diktiert, sondern der Verstand. Jetzt begreife ich, dass unser Credo uns nicht anleitet, frei zu sein. Es heißt, uns weise zu sein. Seht ihr nun, warum die Templer eine Bedrohung darstellen?
Während wir die Illusion zerstreuen, benutzen die sie, um zu herrschen. Ja, um die Welt so neu zu formen, wie es ihnen passt. Deshalb entsandte ich euch, um den Schatz zu stehlen. Deshalb halte ich ihn unter Verschluss. Deshalb müsst ihr sie töten. Solange auch nur einer überlebt, überlebt auch ihre Idee von einer neuen Welt. Nehmt eure Ausrüstung, sucht den letzten Mann. Nach seinem Tod wird Robert de Sable zumindest verwundbar sein. Es wird geschehen. Friede sei mit dir, alter Ihr. Okay, da haben wir wieder unseren alten Rang. Jetzt können wir wieder alles, was wir von Anfang an konnten. Jetzt können wir wieder alles, was wir in der ersten Mission schon konnten. Und Synchronisität, Rang 8, neue Fähigkeit erlernt, Kurzschwertmeister. Das heißt also, wir haben jetzt mehr Schaden oder was? Ach, ist mir auch scheißegal. Wir gucken nochmal im Hof nach, ob da jetzt noch irgendwas ist, aber naja, ist egal. Und ja, mir ist aufgefallen, dass ich ein paar Flaggen übersehen habe in Damaskus, aber das ist mir auch egal. Und ja, was mache ich jetzt noch? Ich würde sagen, wir reiten nochmal nach Arkon, beziehungsweise nicht ganz nach Arkon, weil ich muss nochmal ins Königreich, da ist noch ein oder zwei Aussichtspunkte, die ich noch holen möchte. Alter, nicht denkbar. Aber erstmal gucken wir, was der uns hier noch für Training anbieten kann. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ja, vielleicht möge ich das sogar. Aber nein, doch nicht. Habe ich alles schon. Beziehungsweise kann ich oder nutze ich alles schon. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Nur weil ich es kann, heißt das nämlich nicht, dass ich es nutze. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt so viele Taktiken, die ich einfach nicht benutze, weil ich zu faul bin. Weil letzten Endes draufhauen und kontern funktioniert. Also was soll's. Ach ja, und ich will jetzt auch langsam aufhören, Assassin's Creed zu spielen. Weil dann kann ich Portal 2 weiterspielen. Und da war ein Framelag, aber egal. Und Portal 2 ist geil. Ich bin noch nicht ganz durch. Aber gut, das hat man auch schon im vorletzten Part gehört. Da habe ich ja auch schon mal drüber geredet. Das ist ja noch nicht so lange her. Für mich ist das eine halbe Stunde oder sowas, was das her ist. Müsste ich glatt machen, mal gucken, wie lange das her ist. Aber ich schätze mal so circa eine halbe Stunde. Als ich das letzte Mal gesagt habe. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal drauf ein. Ich bin noch nicht durch mit Portal 2. Ich bin nämlich noch nicht ganz durch. Mir fehlen vielleicht noch 2-3 Spielstunden. Vielleicht eher 2 als 3. Aber das ist ja auch egal. Wie gesagt, es kommt dazu ein Let's Play. Ich will deswegen auch Assassin's Creed fertig kriegen, weil ich weiß noch nicht, ob ich dann direkt mit Portal 2 anfange. Es gibt auch noch ein paar andere Projekte, die ich gerne machen möchte. Aber dann habe ich erstmal wieder einen Slot frei, versteht ihr? Dann habe ich erstmal wieder einen Slot frei für andere Sachen. Oder kann mich auch erstmal wieder auf andere Projekte konzentrieren. Beispielsweise Enslaved habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr aufgenommen. Und Alter, ihr springt erstmal in den Arsch der Welt. Sei es drum. Und ja, deswegen, ich möchte Enslaved auch irgendwann mal durchbekommen. Weil da kommt ja auch noch so viel, was man sich angucken kann. Und alles. Aber okay. Wir reiten jetzt ins Königreich und nach Arkon. Weiß ich nicht, schaffen wir, glaube ich, in diesem Part auch noch, aber egal. Und auf aufs Pferd und auf und davon. Feuerblitz des Todes. So heißt jetzt mein Pferd. Feuerblitz des Todes. Oh ja, ich bin so lustig. Und irgendwann hat sich auch mal wieder meine Lebensenergie aufgefüllt. Oder meine Synchronität. Für mich ist es ein Lebensbalken. Ach ja. Und dann haben wir den letzten Kill erledigt. Oh, das ist so schön. Das ist so schön. Ach ja, der letzte dieser 7 Missionskills oder wie viele das waren. Und danach nähern wir uns dann dem Ende. Danach gibt es dann keine Nachforschungsmission mehr, soweit ich mich erinnere. Aber ich erinnere mich, es ist echt ewig hier. So, Arkon, Jerusalem, Königreich. Wie gesagt, ich muss da glaube ich noch ein oder zwei Aussichtspunkte holen und das machen wir jetzt noch schnell in diesem Part. Wenn der Animus anzeigt, dass sie von einer informierten Wache beobachtet werden, sollten sie untertauchen. Sollten sie untertauchen. Auch das kleinste Vergehen würde seine Aufmerksamkeit. Was ist eigentlich Kurzschwert? Wieso nutze ich das eigentlich so selten? Welche Taste hat denn das? Wurfmesser ist links, Schwert ist rechts. Egal. So, was ist denn das eigentlich für ein blinkendes Templerzeichen? Ach so, Jerusalem. Okay, also, holen wir uns jetzt diesen Aussichtspunkt da Richtung Jerusalem. Das ist zwar total am Arsch der Welt, dann müssen wir echt schon wieder einen Haufen hin und zurück reiten, aber egal. So, und ich werde dann irgendwann hier auch von irgendwelchen Leuten entdeckt.
Aber momentan sind ja nur noch meine Wachen, die greifen mich ja nicht an. Selbst wenn ich sie... Doch, die greifen mich an. Wenn ich sie angreife, greifen sie mich, glaube ich, auch an. Egal. Was seid ihr für Wachen? Irgendwelche Wachen, cool. Was seid ihr für Wachen? Irgendwelche Wachen, seid ihr cool. Und ja, auf ins Königreich, wie gesagt. Wir sind ja schon im Königreich, ich bin ja so dumm. Ich bin ja so dumm. Könnte man nicht eigentlich auch sich nach Jerusalem porten? Und dann von dort aus Richtung... Ach, was weiß ich, ist doch egal. Richtung Königreich, dann wäre ich doch theoretisch näher dran, oder? Ach, scheiß drauf. Eigentlich sollten mich die Wachen in Jerusalem doch jetzt auch nicht mehr mögen. Wieder mögen, meine ich, weil ich meine... Ich habe denen ja eigentlich ihre Stadt befreit. Also theoretisch sollten die mich doch jetzt nicht mehr angreifen, oder? Okay, sie greifen mich an. Dann flitzen wir jetzt einfach mal davon. Ich habe hier das... Oh, das erinnere ich mich noch. Das waren ja diese Stellen, wo ich auch mal vorgespult habe, ne? Aber das mache ich nicht mehr. Das ist einfach zu viel Arbeit. Weil da muss ich echt einen Haufen schnibbeln. Obwohl, mittlerweile ist es, glaube ich, ein bisschen effektiver geworden, das Schnibbeln. Wenn ich es jetzt machen würde... Aber ich mache es nicht mehr. Vergiss das. Aber ich fand das nice. Ich wollte es... Das war auch mal so ein kleinerer Videoschnitt-Trick, den ich einfach mal probieren wollte. Hat mir Spaß gebracht und war nice. Ach du Scheiße, das ist ja dieser Aussichtspunkt, den ich schon einmal gesucht habe und irgendwie nicht gefunden habe. Gott, den finde ich doch jetzt auch nicht. Den finde ich doch jetzt auch nicht. Ich guck mal auf die Karte. Wie könnte man da hochkommen? Ist wahrscheinlich irgendwo von hier. Dann setzen wir uns jetzt mal da einen Wegpunkt und versuchen mal da hinzukommen. Ah, oh, den habe ich schon mal, als ich damals Richtung Jerusalem gegangen bin, habe ich den gesucht gehabt. Aber gefunden hatte ich ihn nicht. Ah, hier muss man hier nach rechts oben. Okay. Ich glaube, das könnte funzen. So, jetzt machen wir nochmal den Aussichtspunkt rein, damit ich auch weiß, wo der ist. So. Und dann ist okay. Tötet mich bitte nicht. Ich habe euch doch nichts getan. Ihr seid doch alle friedliche Bürger des Volkes. Und ihr wollt doch dem Volk helfen. Wir wollen dem Volk helfen, sich selbst zu helfen. Ne? So, Junge, mich verfolgst du nämlich nicht mehr. Irgendwann bin ich nämlich gleich weg. Komm. Okay, jetzt hat er... Jetzt bin ich getarnt. Jetzt finden die mich nicht mehr. Und das heißt, Synchronität holen, Aussichtspunkte holen, Freude gewinnen und auf die Uhr gucken. Oh, nice Aussicht. Ich finde die Texturen des Wassers irgendwie ein bisschen komisch aussehen. Sei es drum. Wo man die auch so eine 1x1 Meter Quadrat mit Textur und die wird halt immer wieder wiederholt. Deswegen sieht das auch so quadratisch aus. Sei es drum. So, und wir springen in den versteckten Heubusch. So, da ist nur noch ein Aussichtspunkt und dann habe ich auch, was das angeht, volle Synchronität. Und ihr kennt mich ja. Ich muss das haben. Also ich muss es nicht haben, aber ich will es haben. So, Synchro-Anzeige. 11 von Zielen, verstehe ich nicht, sei es drum. Oh, da sind ganz viele Wachen. Wenn ich durch die durchreite, habe ich... Ach, 100 Pro wieder das gleiche Problem wie zuvor. Los, Pferd, los, Pferd. Lass uns abhauen. Lass uns abhauen, Pferd. Lass uns gehen. Seht euch das an. Die ganze Armee von den Templern ist jetzt hinter mir her. Und sie werden nicht gewinnen. Da ich der Held bin und sie sind es nicht. Können die eigentlich meinem Pferd was anhaben? Man weiß es nicht. Komm, das ist immer ein bisschen schlimm. Ich hänge mich hier an Bäumen auf. Das mag ich nicht. Laufen, Ferdi. Los. Nein. Wir klettern jetzt hier hoch. Dankeschön. Da. Doppeltes A. A. B. A, B, C, D, Y, K, J, Alpha Centauri. What the fuck? Los. Alter, ihr klettern. Och, jetzt klettere doch mal, du dämlicher Assassine. Du dummer Assassine. Ihr könnt nicht fliehen, ha? Wollen wir sehen, wie ich fliehen kann? Wollen wir das mal sehen, wie ich fliehen kann? Glaubt mir, ich kann fliehen.
Komm, zieh dich hoch, ansonsten muss ich hier echt alle... Ich muss alle Wachen töten, gut. Dann töten wir alle Wachen. Ist ja nicht so. Aber wie sieht's... Oh, es sieht mit dem Part schlecht aus. Gut, Leute, dann machen wir das im nächsten Part und sehen uns dann wieder. Bis dann, gleich. Ciao, tschüss.